Ich habe Neuigkeiten für dich. Ratten sind kitzelig. Nun, ich dachte, es wäre eine Neuigkeit. Jedenfalls haben sie ein sogenanntes Lachzentrum in ihrem Mittelhirn, das aktiviert wird, wenn jemand die Tiere kitzelt oder wenn sie sich an lustigen und spielerischen Aktivitäten beteiligen. Wissenschaftler entdeckten dies im Jahr 2016, nachdem sie die Nagetiere an ihren Bäuchen kitzelten und ihren quietschenden Kichern lauschten. Kolibris sind die einzigen Vögel, von denen wir wissen, dass sie rückwärts fliegen können. Sie tun dies meist, wenn sie sich von Blumen entfernen wollen. Und hier ist ein Tier, das nicht rückwärts gehen kann, ein Känguru. Sie können herumhüpfen und große Entfernungen überqueren, aber die Struktur ihrer starken Hinterfüße und großen Schwänze hindert sie daran, rückwärts zu gehen. Narwale sind diese seltsamen Kreaturen, die aussehen wie eine Art Seeeinhörner. Das Horn auf ihrem Kopf ist kein Stoßzahn. Es ist ein riesiger Zahn, der durch die obere Lippe der männlichen Narwale herausragt. Dieser Zahn spielt wahrscheinlich eine Rolle bei der Anziehung von Damen. Flamingos sind eigentlich nicht rosa. Sie werden grau geboren, aber im Laufe ihres Lebens essen sie viele Algen und andere Lebensmittel, die ein rot-oranges Pigment enthalten, das wir als Beta-Carotin kennen. Dieses Pigment wird abgebaut und landet in ihrer Haut und Federn, was sie rosa macht. Sie müssen jedoch viel solcher Nahrung essen, um so zu bleiben. Wenn wir Menschen wollten unsere Hautfarbe ändern, könnten wir nicht genug nahrungsreich an Beta-Carotin essen, um wirklich rosa oder, in unserem Fall, vielleicht sogar orange zu werden. Faultiere sind wirklich langsam. Alle Witze und Memes über sie sind wahr. Aber sie sind auch sehr geschickte Schwimmer. Und sie bewegen sich im Wasser etwa 3 bis 4 Mal schneller als an Land. Sie können Brustschwimmen, genau wie Menschen. Und es ist eine wichtige Fähigkeit für sie, da sie tropische Tiere sind, die hauptsächlich in Dschungeln leben. Und diese Gebiete sind oft überflutet. Tiger sind die größten Mitglieder der Katzenfamilie. Ja, sogar größer als Löwen. Und kein Tiger hat das gleiche Streifenmuster. Ihr Fell ist tatsächlich eine Tarnung, die ihnen nützlich ist, wenn sie einen guten Platz finden müssen, wo ihre Beute sie nicht sieht. Interessanterweise ist auch ihre Haut gestreift, nicht nur das Fell. Ihre Streifen sind so einzigartig wie unsere Fingerabdrücke. Auch wenn sie irgendwie lustig und unschuldig aussehen, möchten sie keinen Schnabeltier belästigen. Diese wilden Tiere gehören zu den wenigen Säugetierarten, die sie vergiften können. Sie haben Sporen an den Spitzen ihrer Hinterfüße, die Gift abgeben können. Es ist nicht potent genug, um eine Lebensgefahr darzustellen, aber der Stich kann immer noch sehr schmerzhaft sein und Schwellungen und andere Probleme verursachen. Wenn ein Marienkäfer sich gegen potenzielle Raubtiere verteidigen muss, beginnt er aus seinen Knien zu bluten. Es ist nicht das tatsächliche Blut, das aus seinen Gelenken austritt. Es ist eine bestimmte chemische Substanz, die schlecht riecht und daher Raubtiere abschreckt. Sie haben einen weiteren Mechanismus, der ihnen hilft, im harten Tierreich zu überleben. Ihre spezifische Farbe. Raubtiere mögen keine Kombination von hellen Farben wie Rot, Orange und Schwarz, weil sie wissen, dass Tiere, die so gefärbt sind, schrecklich schmecken können. Hähne können morgens extrem laut werden. Sie werden aber nicht taub, weil sie nicht einmal hören, wie laut ihr Krähen sein kann. Was sie schützt, sind spezielle eingebaute Lärmschutzstöpsel. Hennen haben das gleiche System, das das Risiko von Hörverlust reduziert. Sie haben nicht nur diesen Schutz, sondern können auch Cochlea-Haarzellen nachwachsen lassen, wenn sie innerhalb von nur ein paar Tagen beschädigt werden. Eulen haben keine Augäpfel. Sie haben etwas, das eher wie Augenröhren ist. Und sie können sie nicht hin und her bewegen, wie wir es mit unseren Augäpfeln können, weshalb diese Vögel unglaublich flexible Hälse haben. Sie können ihre Köpfe 270 Grad drehen. Zum Vergleich, Menschen schaffen nur 180. Deshalb haben Eulen ein spezielles System von Blutgefäßen in ihren Köpfen. Es liefert frisches Blut an das Gehirn, wenn ein Vogel seinen Kopf zu schnell dreht und die Durchblutung abschneidet. Weiter schwimmen. Sie erinnern sich vielleicht daran, wie Dory der blaue Doktorfisch das in Findet Nemo gesungen hat. Dory war kein Hai. Aber das ist eine Botschaft, die einige Haiarten buchstäblich nehmen müssen. Makohaie, weiße Haie, Walhaie und einige andere Arten müssen weiterschwimmen. Andernfalls hören sie auf zu atmen. Wir benutzen unsere Lungen zum Atmen. Und einige Haie verwenden eine Methode namens Buccalpumpe. Dies bedeutet, dass sie mit geöffnetem Mund schwimmen. Auf diese Weise lassen sie Wasser durch ihre Kiemen fließen und extrahieren so Sauerstoff.
Das gefährlichste Tier auf unserem Planeten ist kein Bär, Hai oder irgendein zahnbewehrter Tiger. Es ist wesentlich kleiner, die Mücke. Sie ist nicht nur extrem lästig, sondern überträgt auch ernsthafte Krankheiten wie Gelbfieber, Malaria oder Denguefieber. Jährlich überleben Hunderttausende von Menschen den Kampf gegen diese Krankheiten nicht. Mücken übersteigen auch die Anzahl aller anderen Kreaturen auf der ganzen Welt, abgesehen von Termiten und Ameisen. Grizzlybären sind unglaublich starke Tiere mit einem Biss, der so mächtig ist, dass er eine Bowlingkugel zerschmettern könnte. Deswegen sieht man sie nicht in Bowlingbahnen. Trotzdem sind sie meistens leichte Esser. Sie sind stark genug, um aus allem, was ihnen in die Quere kommt, eine Mahlzeit zu machen, einschließlich eines Bisons, Elchs oder Moses. Aber sie knabbern immer noch gerne an ihren Früchten, Nüssen, Beeren oder sogar an einer kleinen unglücklichen Maus, die sich verirrt und im Maul des Raubtiers landet. Der Inland-Taipan ist die giftigste Schlange auf dem Planeten. Wir kennen sie auch als westlichen Taipan. Sie lebt in Australien. Ein einziger Biss hat genug Gift, um für mindestens 100 ausgewachsene Menschen tödlich zu sein. Und es kann auch innerhalb von nur einer halben Stunde töten, wenn sie nichts zur Behandlung des Bisses sofort zur Verfügung haben. Man sagt, dass diese Schlangen meistens schüchtern sind und sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Aber wie andere Tiere werden sie angreifen, wenn sie sich bedroht oder provoziert fühlen. Es gibt eine Art von Schildkröte, die monatelang unter dem Eis überleben kann, indem sie durch ihren Hintern atmet. Wenn es kälter wird, können einige Tiere keine sicheren Unterschlupfe finden. Sie müssen also unter harten Winterbedingungen überleben, wo immer sie sich befinden. Während Bienen es sich in ihren Nestern gemütlich machen und Bären in Höhlen schlafen, bleiben die gemalten Schildkröten in ihren Teichen, die zu frieren. Da das Eis ihren Zugang zu Luft einschränkt, entziehen sie den Sauerstoff direkt aus dem Wasser und atmen durch ihren Hintern. Ja, das wäre praktisch. Es ist allgemein bekannt, dass Raben unglaublich intelligente Tiere sind. Sie sind hervorragend darin, Probleme zu lösen. Aber es scheint, dass sie auch eine beeindruckende soziale Intelligenz besitzen. Sie sind sehr auf ihre Gefühle abgestimmt und ebenso auf die Emotionen ihrer Partner. Wenn ein Rabe in der Gruppe pessimistisch ist, wird er wahrscheinlich auch die anderen herunterziehen. Ein echter Stimmungskiller. Wenn Sie einen Vogel sehen, der bestimmte Nahrung nicht mag und dies auf eine sehr lebhafte Weise ausdrückt, verlieren Sie auch das Interesse an Ihrem eigenen Futter. Die Knallkrebs gehört zu den lautesten Tieren der Welt, obwohl sie winzig ist, nur etwa 1,9 cm lang. Wenn sie Nahrung wahrnimmt, öffnet sie ihre große Klaue, die bis zu der Hälfte ihrer Körperlänge wachsen kann, und lässt etwas Wasser hinein. Dann schnappt sie die Klaue extrem schnell zu, wodurch ein sehr starker Strahl von Blasen ausgeschossen wird. Diese Blasen können die Beute, die der Krebs zu fangen versucht, betäuben oder sogar töten. Und wenn die Blasen platzen, erzeugen sie ein knallendes Geräusch, das lauter ist, als man erwarten würde. Krokodile sind sogar noch beängstigender, als wir dachten, denn viele von ihnen können wie Pferde galoppieren. Sie haben diese Fähigkeit wahrscheinlich von ihren alten Vorfahren geerbt, die so klein wie Katzen waren, lange Beine hatten und Geschwindigkeiten von etwa 11 Meilen pro Stunde erreichen konnten. Kleinere Krokodile galoppieren wahrscheinlich, wenn etwas hinter ihnen her ist. Aber Kaimane und Alligatoren müssen diese Fähigkeit offensichtlich nicht nutzen. Es ist eher wahrscheinlich, dass du davon galoppierst, wenn du sie siehst.